Hallo! Ja, hier bin ich wieder, Kikainio. Und heute geht's um die Abwehrreihe. Welche Aufgaben hat ein Abwehrspieler überhaupt? Als erstes natürlich, man muss den Ball halten. Wenn der Schuss irgendwo herkommt, der Torwart hat die Aufgabe, das Tor sauber zu halten. Zweite Aufgabe ist es, die Abpraller zu fangen. Und die dritte Aufgabe ist es, den Ball nachher sicher wieder nach vorne zu geben. Na klar, könnt ihr aufs Tor schießen. Oder ihr macht das so, ihr spielt einen schönen Pass auf die 3 oder auf die 5. Die 2-zu-3 Pässe werde ich euch heute mal zeigen, welche Variationen es gibt, wie man untereinander eingespielt sein muss zwischen Angreifer und Abwehrspieler. Und ja, heute ist halt das Thema, von der 2 auf die 3 zu passen. Viel Spaß! Okay, fangen wir an. Die Puppe ist am besten 45 Grad nach vorne gebeugt und der Griff liegt locker in der Hand. Wenn ihr jetzt den Griff noch leicht nach oben drückt, werdet ihr den Ball besser fangen können. Um euch die Pässe besser zeigen zu können, habe ich nur die relevanten Reihen eingezeichnet. Ihr seht die Dreierreihe rot und die Zweierreihe rot und die gelben sind die Fünfer. Bei den Fünfer in der Mitte seht ihr, dass genau 6 Lücken da sind, womit ihr quasi die 3 bedienen könnt. Ganz wichtig ist immer, wenn ihr einen Pass nach vorne geben könnt, ist der erste Blick von der Abwehr auf die Fünferreihe, wo sind die Lücken? Zweiter Blick ist, wo soll sich meine 3 hinbewegen? So, der erste Pass, den ich euch vorstelle, ist der leichteste Pass, den man spielen kann, der absolute Anfängerpass, super für Einsteiger zu lernen. Die 3 positioniert sich ganz nach oben, so wie ich euch erklärt habe, mit den Füßen nach vorn. Und die 2 positioniert sich auf selbe Höhe, nimmt den Ball einfach und dreht einmal die Stange herum, sodass ein Kobler entsteht, sodass der Ball nach vorne gepasst werden kann. Hier sind jetzt immer ein Beispiel, wie es in der normalen Geschwindigkeit ist und eine Zeitlupe dazu. Meistens ist der Gegner gar nicht dumm und merkt sofort, dass er immer an der Bande lang passt und stellt einfach die Mittelreihe auch dahin und ihr merkt, dort ist jetzt kein Platz mehr. Aber wenn die Bande oben gedeckt ist von der 5, dann ist meist die Mittelpuppe frei. Dazu positioniert ihr einfach die obere Puppe der 2 auf Höhe der Mittelpuppe der 3 und macht denselben Kobler nochmal. Als Orientierung könnt ihr euch einfach nehmen, dass ihr zwischen den beiden Puppen, die ich euch eingezeichnet habe, durchpassen müsst. So, ab jetzt wird es schwerer. Der nächste Pass, den ich euch zeige, ist der Pass auf die untere Puppe. Immer Orientierung ist die obere Puppe der 2. Jetzt nehmt ihr einen Pass zur Seite, quasi zur unteren Puppe, indem ihr den Ball von Frontpin ein bisschen nach hinten zieht, unter die Stange und passt genau zwischen die zweite und die dritte Puppe von unten durch. Wenn die Puppe auch von der 3 weiterhin oben stehen bleibt, solltet ihr die genau treffen können. Es wird nun ein bisschen dynamischer. Mein Lieblingspass, der Stupser. Ihr nehmt den Ball in den Frontpin von der oberen Puppe, orientiert euch ein bisschen zur Mitte hin, zieht nach außen, dabei geht der Ball von dem Frontpin wieder unter die Stange seitlich und dann ist es kein richtiger Schuss, kein richtiger Pinshot, sondern nur so ein kleiner Stups, so was sich ein bisschen an einen Brush ein bisschen erinnert und dann geht der Pass automatisch durch die obersten beiden Reihen der Abwehr durch. Genau auf die 3. Achtet darauf, dass die 5 wirklich an der Bande stehen muss, damit der Pass funktioniert. Nummer 8, der Pinshot Pass. Dazu müsst ihr den Pinshot können. Guckt meine Videos nochmal durch, wenn ihr den nicht ganz drauf habt und lernt den erstmal richtig. Dann könnt ihr auch diesen Pass spielen. Dazu nimmt er wieder den Ball in den Frontpin von der oberen 2. Zieht nach außen mit dem Pinshot und drückt ihn einfach auf die 3 nach vorne. Achtet darauf, dass die 5 diesmal nicht an der Bande stehen darf, damit der Ball an der Bande entlang gespielt werden kann.
Es wird nun Zeit, den Gegner ein bisschen zu verwirren. Und zwar ist dazu Nummer 9, der Pushkick an der Bande oben mit dem Fake ganz gut. Und zwar zieht er von der oberen 2 den Ball runter auf die unteren 2, kickt den Ball wirklich nach oben an die Bande und pusht ihn dann nach vorne auf die 3, sodass ihr den habt. Ganz easy, achtet aber bitte darauf, dass die 5 wieder nicht an der Bande steht. Wo Push war, kommt jetzt Pull. Ihr wollt unten an der Bande lang spielen. Der Gegner ist nicht mit seiner Fünferreihe an der Bande. Damit beste Voraussetzung für den Pass. Ihr nehmt den Ball aus dem Frontpin, zieht ein bisschen hoch, so dass der Ball unter die Stange kommt. Dann pullt ihr den Ball richtig unten an die Bande ran und kickt ihn nach vorne auf die 3. Viel Spaß. Okay, kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, die Kommunikation zwischen den beiden Spielern. Wo soll sich der Dreier überhaupt hinstellen? Oben oder unten? Das ist die Frage. Und zwar gibt meist der Torwart die Richtung an, weil er gibt ja auch den Pass. Und ein kleiner Tipp, ihr könnt zum Beispiel nehmen, dass der Torwart immer anzeigt, ob er oben im Tor steht, dann sollen die auch oben stehen, die Dreierreihe, beziehungsweise unten immer unten. Ich habe es euch mal angezeigt, links seht ihr das im Bild, guckt es euch mal an. Ganz wichtig ist einfach mal auch variieren. Der Gegner ist nicht dumm und kommt schnell auf den Trichter, wie er das immer anzeigt. Dazu auch einfach mal den Torwart in die Gegenrichtung stellen, wo der Stürmer sich hinstellen soll. Und das einfach mal so absprechen. Jedes zweite Tor so, jedes dritte Tor so. Ihr werdet da schon irgendeinen Weg finden. Okay, nun die fortgeschrittene Version der Pässe. Und zwar zeigt ihr mit der 3 gar nicht mehr an, wo er hingeht. Ihr macht das aus der Bewegung. Ihr habt euch ein Klopfzeichen gegeben oder irgendwelche anderen Bewegungen, die euch verraten oder euren Mitmenschen verraten, wo es hingehen soll. Führt diese Bewegung aus und erst dann wird sich bewegt auf der 3 nach oben oder nach unten, je nachdem, was ihr angezeigt habt. Das letzte, was ich euch zeige, ist das höchste Level. Und zwar, ihr habt einen ziemlich schnellen Mann auf der 3. Dann zeigt doch einfach mal den Gegner eine falsche Richtung an. Stellt euch beispielsweise unten hin und mit einem bestimmten Zeichen spielt er genau in die andere Richtung den Pass. Der Dreier bewegt sich genau hin und kann ihn noch fangen. Das ist höchste Level, das ist absolute Kommunikationsstärke. Trainiert es und ihr werdet sehen, ihr werdet viel Erfolg damit haben. So, mit diesen Pässen, die ich euch gezeigt habe, den paar Tricks, werdet ihr die Kneipen ganz schön rocken, dass du schon einige Turniere mitspielen könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß weiterhin in der Woche. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, liken, teilen, kommentieren, wie ihr wollt. Ich würde mich über alles, was ihr macht, freuen. Schönen Tag, schöne Woche und viel Spaß beim Üben.